Recht herzlich willkommen zur 62. Folge von Avorion. Ja, wir sind hier wieder unterwegs. Da ist noch ein Kampf zu Gange, aber da kümmern sich gerade andere drum. Ich glaube, dann brauchen wir da nicht mehr mitmachen. Wir hatten ja, was hat man an Bord gehabt? Aggregat. Oh, wir müssen doch weg, der greift uns an. Mehr Taste und ein bisschen Gas machen. Genau, und dann weg und dann einmal das P gerade gedrückt und einmal ins Lager geguckt. Wir haben Zeiterfassungssysteme für circa 24 gekauft und Antigrafeinheiten für 23. Und die müssen wir jetzt gucken, dass wir die loswerden. Dafür sollten wir nochmal das Handelssystem beschauen. Antriebsaggregat, Antigrafeinheiten. Okay. Antigrafeinheiten, ja. Und das andere waren Zeiterfassungssysteme, die wir jetzt hier nicht gebrauchen können. Vielleicht sollten wir mal hier gucken, aber wir waren ja unten unterwegs, da konnte man die ja verkaufen, ne? Jetzt weiß ich auch nicht mehr, ob das da unten war, wo wir hin wollten. Wir müssen auf jeden Fall ein Tor nehmen, um hier wegzukommen. Und das Südosttor ist genau das, was wir brauchen wollen. Da rein, um über diesen Spalt im Universum zu kommen oder in der Galaxie, weil da kommen wir nicht mit einem Sprung rüber und danach können wir sogar springen, wenn. Aber hier können wir gerade erst gucken, ob wir hier was, aber das war nur eine Kreuzung, ne? Hier ist nichts. Genau, so war das. Ja. Ja, da könnte man jetzt noch weiter fliegen, ne? Macht Sinn. Die Kreuzung verlassen wir. Hier sind es unten auf jeden Fall zweier, ne, drei sogar, drei Feinde und oben links ist einer. Den gehen wir aber besser gerade aus dem Weg. So nett sind die dann auch nicht, dass wir da mit denen kooperieren wollen. Gut, dann sind wir da auch schon durch. Gucken jetzt hier rein. Hier ist auch Rabatz. Handelsposten. Satellitenzielerfassungssysteme. Haben wir Zielerfassungssysteme oder Zeiterfassungssysteme? Das ist die Frage, ne? Dann lass uns mal gerade gucken, lieber. Das weg. Das P aufgerufen. Zielerfassungssysteme. Antigraf. Einheiten. Nein, das nicht. Das da. So. Wir wollen verkaufen. Kriegen wir hier nicht los. Aber Zielerfassungssysteme. Ja. 10.900, toll, oder? Die gibt es hier billig unter Preis, oder was? Die haben wir jetzt teuer gekauft, oder vertue ich mich da? Ja, weiß ich auch nicht. Karte. Und wo ist das Tor? Das ist unseres. Da oben ist es. Das ist es aber nicht. Das ist das Südwesttor. Das ist unseres. Karte. Wir brauchen ein Osttor. Ja, ist es denn wahr? Das ist unser Tor. So, dann wird da unten noch eins angezeigt. Das ist das Richtige. Da ist es. Dann fliegen wir mal zum Osttor. Ja, hier hatten wir geguckt jetzt, ne, oder? Und hier war ja auch nichts. Zielerfassungssysteme ist klar. Handelsposten kaufen und da verkaufen. Und irgendwas ist dann falsch gelaufen. Aber das ist jetzt erstmal so. Wir fliegen erstmal weiter. Ja, hat wieder geklappt, ne? Und
Jetzt haben wir da noch eine Karte gekriegt, auf jeden Fall. Geschützkontrollsystem. 5 Einheiten sind das. Wow. Da vorne fliegt noch so ein gelbes Ding lang. Dann müssen wir das gerade auch noch holen, denke ich. Das gibt's ja kostenlos dazu, ne, würde ich sagen, oder? Kriegen wir das noch nicht? Müssen wir noch mehr haben? Ist auch eine Steckkarte. Und das ist ein Geschützkontrollsystem mit 4 Einheiten. Sehr interessant. Gut, da ist unser Tor, da wollen wir hin. Gucken wir zu, sind wir. War da nicht eben noch ein weißes Teil? Habe ich wahrscheinlich. Naja, wird schon klappen. Vielleicht haben wir das auch aufgenommen, unbewusst. Könnte sein, ne? Was haben wir denn für eine Karte drin stecken, würde ich jetzt auch noch gerne wissen. Wir haben noch so ein... Ne, haben wir nicht. Okay, dieses ist es, ne? Kostet wahrscheinlich ein Schweinemoos. Für Slots für unbewaffnete Geschütztürme hinzu, ja. Batterie-Upgrade, Handelssystem, Batterie-Upgrade und Überraum-Upgrade, alles klar. Und das war das Vierfache. Und da haben wir sogar ein Dreifaches. Gut, weiter geht die Reise. Ab durchs Tor. Gucken, was da für Geschäfte auf uns warten. Keine Handelswege. Das war kaufen, ne? Ja, wir wollen ja verkaufen. Antigraf-Einheiten. Wir haben 20 dabei und können die hier teuer verkaufen. Also, dahin bitte. Da ist es. Einmal Vollgas, hin da. Eine Kohlemine. Fliegen wir erstmal so ein bisschen in die Nähe. Oder das mal gegenknallen, das schafft man ja auch immer gerne, ne? So. Das ist ein großer Brocken. So, da mal andocken in der Richtung. Unsere Sensoren melden wieder irgendwelche tollen Nachbarn oder so, ne? F. Güter handeln. Verkaufen. 20. 611 zu 1253. Jetzt haben wir ungefähr 200 dazu gekriegt. Fusionsgeneratoren würden die auch noch gerne haben wollen. Und wir können hier Kohle kaufen. Und die Kohle wäre hier. Oh, günstig sogar. Aber dafür sind wir mit einem viel zu kleinen Laderaum unterwegs. So, jetzt müssen wir nochmal gucken, dass wir nochmal da reingehen. Und das Zielerfassungssystem gucken, ob das hier noch weggeht. Gibt es hier auch für 34. Das lohnt sich ja dann. Dann fliegen wir da jetzt als nächstes hin. Jetzt haben wir doch nichts falsch gemacht. Ich hatte schon gedacht, wir hätten das zu einem falschen Preis gekauft, ne? Aber der Handelsposten ist das, der das haben möchte. Dann passt das ja, ne? Kriegen wir noch mal ein bisschen Geld dazu. Das ist aber weit weg. Die da oben, ne? Warum haben die so eine Farbe? Galaktisches
Ich hoffe, das war jetzt hier unsere richtige Station, ne? Gucken wir mal gerade lieber, oder? Ah, war richtig. Jetzt haben wir auch gerade keine Energie mehr. Ja, da müssen wir noch dran arbeiten, dass wir mehr Energie kriegen, ne? Batterien oder? Oder Generatoren ist die Frage, ne? So, dann müssen wir gucken. Wo können wir docken? Da ist irgendwo ein Dock. F passt. Signale werden stärker, auch gut. Bis die da sind, sind wir fertig. Ne? Güter da und 96. Passt. Und jetzt kriegen wir 4,5 Millionen. So, jetzt haben wir hier noch Vieh, 150. Die würden die auch kaufen wollen. Da müssen wir nur gerade gucken, wie das hier finanztechnisch mit dem Vieh ist. Ist dann über Marktwert, ne? Ist auch der Handelsposten. Ich glaube, die 150 Vieh, die geben wir hier auch raus, ne? Ist ja das Gleiche. Weil dann kriegen wir Lagerraum frei. Das ist jetzt nicht viel gewesen, aber wir haben den Lagerraum frei und können nächstes Mal was dafür mitbringen, ne? So, sind wir schon richtig hier, ja. Jetzt müssen wir nur gucken, was wir hier kaufen können, ne? Von Station kaufen, ja. Bergbauroboter sind hier 20% unter Preis. Das ist Überpreis, das ist Überpreis. Lasermodulatoren sind 21% unter Preis. Was gibt's auf der nächsten Seite? Da gibt's auch noch ein paar Sachen. Aber das sind jetzt hier nicht so die Bringer. Dann ist das hier entweder den Bergbauroboter. Während ich die tendenziell favorisiere. Allerdings, da gibt es keinen Vorrat. Dann ist das schon mal erledigt. Hier gibt es Lasermodulatoren, 126 Stück. Das ist am Handelsposten. Und der ist wiederum hier. Güter kaufen. Sind wir hier richtig? Und die Lasermodulatoren. 164. Geht nicht, aber wir machen es trotzdem, weil wir haben dann 126 gekauft. Und das zu einem Preis von 13,4. So. Jetzt müssen wir sie nur noch loswerden irgendwo. Das ist das Entscheidende. Ja. Ich weiß nicht, ob es da wäre. Wertstoffhof. Das könnte vielleicht hier schon eher klappen, ne? Da fliegen wir jetzt mal so direkt hin, oder? So, das haben wir geschafft. Und wir sind weg. So, dann gucken wir mal hier schnell rein. Laserköpfe leider nur. Nicht Lasermodulatoren. Das ist schade. Guck mal, die kannst du ja für viel Geld kaufen. Aber die wollen wir ja nicht. Da geht richtig die Post ab, wa? Andere Fraktion greift an.
Dann lass uns da mal hinfliegen. Obwohl, das ist der Kreuzungspunkt, ne? Aber machen wir. Nicht ausgerichtet, aber jetzt. So, und dann müssen wir hier gucken. Das war jetzt mal das Nordwesttor nehmen. Ja, das ist ja das, ne? Fliegen wir da mal hin. Gucken, was dahinter steckt. Ja, kriegen wir ein paar Schüsse ab. Ja. Ja, ich kümmere mich jetzt nicht um euch. Aber ihr könntet mal irgendwann dran sein, glaubt's mir. Gut. Jetzt müssen wir hier gerade reingucken, ob wir hier Lasermodulatoren loswerden. Und die Kraftfabrik braucht Antriebsaggregate. Okay. Hier gibt's aber nichts, das, was wir wollen. Und der Handel wäre hier möglich, aber nicht wirklich interessant. Oh, das war das Nordwesttor. Wir wollen ja Nordosttor. Naja, jetzt ist es zu spät. Dann fliegen wir doch mal da weiter und gucken, was dahinter ist, weil da waren wir noch nicht. Oh, hier sind Asteroiden unterwegs, ne? Kann das sein? So, ein bisschen aufpassen. Aber sollte, soweit ich sehe, klappen. Da ist nichts zwischen, ne? Ja. Ach so, warte mal. Wir müssen das Nord-Nordwest... Nee, das Nordwest-Tor, das war schon. Das Nord-Nordwest sind wir schon mal durchgeflogen, ne? Passt schon, dass das Richtige hier. So. Jetzt haben wir einen neuen Blickfeld auf der Karte, ne? Gucken, ob das da friedlich ist. Sieht aber so aus. So, da gibt es einen Handelsposten. Ja, die wollen Munition oder Edelstein hier tauschen oder sowas, aber das ist jetzt nicht meins. L ist auf der nächsten Seite. Die Lasermodulatoren will hier nur keiner haben, ne? Jetzt kommen irgendwelche fremdartigen Schiffe hier wieder. Hm. Wo geht's denn da hin? Ost, Nordost. Nee, das will ich nicht. Ich will das West. Südwest ist das, oder? Südwest-Südtor. Da ist es. West-Südwest, da möchte ich hin. Okay, die sind da links neben, aber ich glaube, die greifen uns auch nicht an, die sind blau. Die machen nur Stunk im Sektor, ne? Würde ich jetzt sagen. Und wir wollen da nichts mehr zu tun haben. So, wollen wir mal hoffen, dass wir irgendwo jetzt die Dinger unterbringen können. Hier kann man nichts verkaufen. Das ist sehr interessant. Hier möchte niemand etwas kaufen. Was ist das denn da? Eine Fregatte. Ja, Richtung ist klar. Geht da weiter. Da hinten ist das Tor. Dann fliegen wir doch mal dahin, ne? Bisschen weiter was entdecken. So. Passt schon. Einfach da rein und fertig. Batterien müssten mal wieder voll werden. Ich höre immer nur von fremdartigen Signalen. Nein, das ist nicht gut. Okay, aber wir sind im nächsten Sektor. Gucken gerade, ob wir da was loswerden können. Ich will es mal hoffen, weil es wird langsam Zeit, dass wir da was verkaufen.
Aber leider hier auch nicht. Ja, da bleiben wir auf unseren Klamotten jetzt hängen, oder wie sehe ich das? Zwei Tore gibt es hier und das da nehmen wir. Weil das ist friedwertig. So, gut. Aber bevor wir da reinkommen, werden wir speichern. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge auch mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.